Jetzt aber schön windig. Gell, herzlich willkommen im Promit Be Drive. Alles gut. Elisabetta Ljubic, hoi. Genau, hoi. Wir machen mit dir einen Drive. Super, muss ich mich da anschnallen? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Im nigelnagelneuen Ioniq 6 elektrisch von der Rückstuhlgarage. Sehr schön, gell? Freut mich. Ja, sieht mega schön aus, sogar Sitzheizung. Freust dich? Ja. Meine Damen und Herren, das erste Mal im 2023 ein Promi-Tip Drive. Und wir haben bereits schon wieder eine Überraschung bei uns. Eine junge, liebenswerte Dame oder eine junge, liebenswerte Frau, Elisabetta. Oder darf ich sagen Elisa? Du darfst sagen, wie du willst. Okay. Ja. Elisa, wer bist du? Ich bin Elisabetta, ich bin 28, ursprünglich von Buch St. Gallen. Darum auch der Dialekt, ja, oder? Genau. Ein bisschen bündnerisch, ein bisschen rheintalerisch, ein bisschen sympathisch. Genau. Ja, und jetzt schon 8 Jahre in Zürich. Genau, und was machst du denn eigentlich in Zürich? In Zürich arbeite ich hauptsächlich und lebe, mein Leben geniessen, fein essen. Gute Restaurants hier, oder? Ich muss es geniessen. Aber du bist ja in erster Linie ein sehr sportlicher Typ, oder? Genau. Du, also eben, ich habe dich schon gesehen, Fußball spielen, Handball spielen, Skateboarden. Ja. Also bist du Sportlehrerin? Das könnte man denken, gell, bei den allen Sachen. Nein, ich habe ursprünglich wollte Sport studieren, ja, aber schlussendlich ist die Richtung ein bisschen eine andere, ja, ein bisschen mit dem Modeln. Und, du modelst auch? Ja, das tue ich auch, ja. Genau. Ich kann ja, seit ich laufen kann, bewege ich mich eigentlich bewegen. Mhm. Wirklich im Sport unterwegs und habe lange Handball gespielt, professionell. Dann habe ich bei Skateboard-Contests mitgemacht. Also Contest, ein Wettbewerb? Ja, oder? Wettbewerb, genau. Und habe dort auch gewonnen. Und das waren so junge Jahre, eben Torschützenkönigin. Und seitdem begleitet mich das schon das ganze Leben. Aber es fragen sich ja alle, wieso ist jetzt die Lisa bei mir im Auto? Eine junge, attraktive Frau aus Bug St. Gallen. Genau. Weil so wie es aussieht, wirst du bei uns als junge Nachwuchsmoderatorin oder als Co-Moderatorin mitmachen, oder? Genau. Auf das freue ich mich mega. Wieso? Ja, ich tue gerne schwätzen und gerne austauschen. Und wir schauen mal, wie das wird. Also, aber ich unterhalte mich sehr gerne und interessiere mich für die Persönlichkeit, oder, die ich dann begegnen kann und mit denen mich unterhalten. Und, ja. Aber was wäre denn zum Beispiel für dich ein Prominenten oder eine prominente Persönlichkeit, die du gerne würdest bei uns im Auto interviewen? Das ist eine gute Frage. Es gibt ja in der Schweiz schon ein paar, aber ich habe gerne Musiker. Also da vielleicht mal der Stress, das wäre cool. Also der Rapper Stress? Ja, genau. Mr. Bombastic. Ja, vielleicht können wir irgendwas zusammen rappen. Ja, nein. Und Politik interessiert mich auch, ja, mit denen. Was wären die Lieblingspolitiker, die du mal gerne würdest im Auto interviewen? Du, von diesen 7 ist mir gleich willen. Ich könnte also, einfach kritische Fragen. Du gehst gerade auf Bundesrat. Also. Was ist denn dein Lieblingsbundesrat? Oh nein, da gibt es keinen. Kennst du überhaupt den Namen von einem Bundesrat? Das ist der Wer ist denn zum Beispiel der Bundesrat, der momentan gerade in der Kritik steht, der mit dem Medienhaus Ring verbündet ist? Ja, das weiß ich nicht, aber meinst du von der Corona-Zeit? Genau, ja. Der Berset. Der Berset, ja, genau. Mit dem würde ich gerne reden zum Beispiel. Kannst du Französisch? Nein, aber ich kann ja Deutsch. Wir sind hier in der Schweiz. Promi Deep Drive war natürlich immer bekannt dafür, dass wir junge Talente gefördert haben. Genau. Also zum Teil Prominente etc. Darum ist natürlich auch dich. Mhm. Aber hast denn du, weißt du, im Prinzip, mich würde es selber wundern, wenn du sagst, Eugen, am liebsten hätte ich gerne beim nächsten Drive oder beim nächsten Shooting die und die Persönlichkeit aus dem Sport oder wie du vorher gesagt hast, aus dem Entertainment dabei. Ja, also zum Beispiel wäre ich mega gerne im Auto mal hätte Stana Markovic. Sie hat sich ja jetzt verletzt. Sie hat eine Knieverletzung und ich muss, glaube ich, jahrelang die Arme pausieren. Ja, oder? Mega, mega schlimm. Aber würde mich wundern. Mega, nehmen. Hä? Mega. Ja. Sehr schlimm, extrem schlimm, dass sie sich verletzt hat. Mhm. Aber trotzdem würde ich mal gerne hören, weißt du, als junge Athletin, sie ist ja weltweit bekannt, als schönste Sportlerin auszeichnet. Und würde mich interessieren, wie sie so tickt und denkt, weil sonst sieht man immer nur vom Fußball und man sieht sie viel auf den Bildern. Aber gerne mal mit ihr reden, so richtig am Tag. Apropos Fußball, kennst du eigentlich auch Alicia Lehmann? Ja, von der habe ich auch gelesen. Das ist eigentlich die prominenteste Fußballerin, die jetzt sogar mehr Follower auf Instagram hat als der Roger Federer. Wow, geht das? Der Roger ist doch der Star.
Kennst du den Roger Federer? Persönlich nicht, aber sicher keine Idee. Ich meine, den aber, habe ich verfolgt. Aber du hast keinen persönlichen Kontakt zu ihm, oder? Nein, aber den würde ich auch sehr gerne mal interviewen. Aber weißt du, du hast ja sehr viel Talent. Du bist liebenswert, du bist quasi das pralle Leben, wie ich so gerne sage, das oder? Das sagst du am liebsten, genau. Und du hast ja eigentlich viel zu erzählen und bist ein herzhafter Typ etc. Mhm. Aber siehst du dich langfristig eher im Sportbereich, im Moderationsbereich oder im Entertainmentbereich? Ah, oh, das ist schwierig. Ich mache viel zu viele Sachen gern und man muss sich ja langsam ein bisschen fokussieren, oder? Muss man das? Wer sagt denn das und wer schreibt das denn vor? Ja, man ist auch schon lange in einem gewissen Alter und muss dann halt sagen, so und so muss weitergehen, auf das muss ich mich festlegen. Ja, ich gehe lieber mit dem Flow. Und klar hat es sicher einzelne der Sachen. Der Flow. Alle Jungen machen auf den Flow. Ich bin voll im Flow. Finde ich gut. Jetzt sind wir schon fast wieder da. Und jetzt habe ich dir noch ein Geschenk. Oh, wow. Und zwar ein Gucci von der Dragieva Ästhetik. Mhm. Da kannst du eine kostenlose Beratung und auch eine kostenlose Hautanalyse beanspruchen. Brauche ich denn das in diesen jungen Jahren? Vielleicht jetzt noch nicht, aber wer weiß. Wie lange ist er gültig? Er ist gültig bis am 31. Oktober 2023. Oder? Aber den gebe ich dir jetzt einfach danke mal. Oder? Das heisst, wir sind bereits schon wieder da. Hey Elisa, vielen Dank. Ich freue mich und meine Damen und Herren, bald könnt ihr Elisa in einem Drive sehen mit dem Rob Spence, einem australischen Comedian. Ganz herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Hat mich gefreut, danke dir. Das war Promitive Drive mit der Elisa. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Bis bald, herzlichen Dank und ciao miteinander.